Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Per WhatsApp hat uns eine Frau Folgendes geschrieben. Hallo ihr Lieben, ich danke euch für eure Gebete. Immer wieder bitte ich euch um Gebet und unser Herr Jesus hat jedes Gebet erhört und geholfen. Ich danke, dass ihr die Sendung Hoffnung um 12 habt. Ich höre sie immer an und bete auch mit euch für die Betroffenen. Danke, Gott segne euch. Und wenn wir auch für dich beten dürfen, dann schick uns dein Anliegen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon. Wir beten gerne für dich und Gott erhört Gebet. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Der Glaube, wie ist dein Glaube? Wie lebst du ihn? Und ich möchte es heute überschreiben, integriere deinen Glauben in dein Reden. Was du heute redest, integriere dein Glauben. Wir sind so geschult über die Medien, dass wir gerne immer den Unglauben hineinbringen und ich kann das nicht und ich weiß nicht, ob ich es schaffe und eigentlich ist das unmöglich für mich und so weiter. Und ich weiß, wir haben früher ein Buch verkauft, das hatte den Titel, das Wunder liegt in deinem Mund. Und wir haben die Wahl, was wir reden. Du hast die Wahl, was du redest. Ist es Glaube? Ist es wirklich das Positive? Erwartest du das Positive oder das Negative? Es gibt so viele Menschen, die sind pessimistisch. Ich kenne auch Leute, wenn du einen Vorschlag machst, kommen sie erst mit dem, was alles nicht geht. Und warum es nicht geht. Dann musst du sie überzeugen, dass man ja auch glauben kann, dass es funktioniert. Aber wenn ich immer sage, es geht nicht, fange ich auch nichts Neues an, ich mache nichts, dann passiert nichts, dann bin ich neidisch über die, die irgendwas schaffen, die wirklich was umgesetzt haben, weil sie sich getraut haben. Und ich sage dir, integriere wirklich deinen Glauben in dein Reden hinein. Sei optimistisch. Sag ja, ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie werden wir schaffen. Gott wird mit dir sein. Wir waren ja vor ein paar Wochen in Israel und da gibt es ja die Stelle, wo der Hauptmann von Kapernaum war. Römischer Offizier, der einfach zu Jesus ging und sagt, ja, zu Hause ist der eine krank und sprich nur ein Wort, du brauchst gar nicht mitkommen, sprich nur ein Wort und es geschieht. Heute kommen Menschen, sogar Christen, und kommen mit Zweifel sogar vor Gott und komm mit mir und mach, komm doch runter, komm dahin, komm ans Krankenbett, oh Gott, komm. Und der eine ungläubige römische Offizier sagt, ich weiß, du hast Autorität, sprich nur ein Wort. Glaube es. Und ich sag dir, wie es in dem Buch heißt, das Wunder liegt in deinem Mund. Es ist wichtig, was du aussprichst, denn das wird geschehen. Jesus hat auch nicht von dem Negativen gesprochen, sondern von dem, was möglich war. Er war das große Beispiel. Danke, Herr, dass wir heute unterwegs sein dürfen und wirklich, Herr, wirklich Wunder aussprechen dürfen, dass wir sagen, wir glauben es, auch wenn es nicht so aussieht, wir glauben es, dass wir in unser Reden Glauben hineinversetzen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ein Mann bittet um Gebet wegen seiner Schmerzen. Hallo, bitte betet für meine wandernden Beschwerden am unteren Rücken und an der rechten Leiste. Vielen Dank und Gottes Segen. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst, der diese Probleme hat und diese Beschwerden. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du ihn durchströmst von Kopf bis Fuß, dass alle Rücken- und Leistenschmerzen und Beschwerden weggehen. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über seinem Leben. Und ich danke dir, dass du auch diese Beschwerden besiegt hast am Kreuz. Und ich danke dir, dass sie verschwinden im Namen Jesus. Amen. Amen. Und eine Mutter bittet um Gebet für ihr Baby. Bei der Untersuchung in der frühen Schwangerschaft kam heraus, dass unser Baby nicht gesund ist und wenn es gut läuft, nach der Geburt sofort operiert werden muss. Es kann aber auch noch viel schlimmer kommen.
Wir haben Angst um das Kind und vor dem, was auf uns und das kleine Wunder zukommt. Ja, das kann man wirklich gut verstehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du mit diesen Eltern bist und ganz besonders mit diesem Baby. Danke, Jesus, dass du diesem Kind, diesem Ungeborenen Gesundheit schenkst. Danke, Jesus, dass es wirklich vollkommen gesund sein darf. Danke, dass du eingreifst. Und wir wissen nicht, was das Baby hat, was da nicht in Ordnung ist, aber du weißt es. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass du da wirklich Gesundheit schenkst und vollkommene Wiederherstellung. Danke, Jesus, dass du auch mit den Eltern bist, dass du ihnen die Angst wegnimmst und ihnen Zuversicht schenkst und Frieden schenkst über der ganzen Situation. Danke, Jesus, dass du mächtig eingreifst und dass sie sich wirklich freuen dürfen über das, was du tust. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen, wenn du Hilfe brauchst oder Gebet brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Eine Mutter bittet für ihre Tochter, die Krebs hat. Bitte um Gebet für unsere Tochter. Sie hat Krebs, ein Lymphom und sie hatte ihre erste Chemo. Und jetzt hat sie Wasser im Herzbeutel und Wasseransammlungen und es geht ihr nicht gut. Bitte, dass Jesus sie jetzt durch diese Behandlung gut durchbringt und keine Infektion kommt und das Wasser am Herz wieder weggeht. Und dass unsere Tochter wieder ganz gesund wird und Jesus ihr und auch uns starke Nerven gibt. Vielen Dank für das Gebet. Danke, Herr. Danke, danke, danke. Herr, du siehst die große Not. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass wir fürbittend wie die Mutter für diese Tochter beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du jeglichen Krebs besiegt hast, der im ganzen Körper Unwesen treibt. Und wir gebieten diesem Krebs, dass er weicht in Jesu Namen. Wir gebieten diesem Krebs, dass er verschwindet. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du der Gott bist, der das Wunder tut, Herr, was sonst keiner tun kann. Danke, Herr. Amen. Amen. Und per E-Mail kam dieses Gebetsanliegen von einer Frau. Bitte beten Sie für mich, dass ich wieder arbeiten kann und die Geräusche im Ohr weggehen. Ich habe seit dem 30.09.2021 einen Hörsturz mit einem Rauschen und Piepen, stressbedingt. Mein Blut soll noch auf Gerinnungsstörungen getestet werden, weil ich letztes Jahr einen Netzhautabriss im rechten Auge hatte. Freundliche Grüße. Ja, danke, Herr, dass du jetzt auch diesem ganzen Körper, Herr, Frieden schenkst. Herr, danke, Herr, dass das Rauschen, Piepen und was da im Ohr ist, dass es verschwindet, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, schenk dieser Person so einen himmlischen Frieden, so eine Ruhe, innerliche Ruhe, Herr. Ich danke dir dafür, dass die ganzen Organe auch sich entspannen und normal funktionieren, Herr. Herr, wir rufen deine göttliche Normalität hinein. In deinem Namen Jesu bitten wir dich, Vater im Himmel, dass du das Gebet erhörst. Danke, Herr. Amen. Amen. Es ist so wunderbar, wie Menschen immer wieder Gottes Hilfe erfahren und es uns auch schreiben. Und frei von Abhängigkeit schreibt diese Frau: Danke für das Magazin Freude am Leben. Jeder Bericht ermutigt, doch besonders dieser. Denke nicht irdisch, denke himmlisch. Alles hat Jesus geändert. Er hat mich wieder ganz zur ersten Liebe zurückgeholt und meine Abhängigkeit ganz beendet. Jesus hilft. Ich kann mich annehmen und fühle mich wohl. Ihm allein gebe ich alle Ehre. Was für eine Veränderung, wie schön. Und was für ein wunderbares Zeugnis von Gottes Liebe und innere Heilung. Lange Zeit hatte mein Schwiegersohn und ich eine problematische Beziehung. Er verletzte mich sehr durch seine Äußerungen. Alte Wunden wurden dadurch wieder aufgerissen, von denen ich glaubte, dass sie längst geheilt wären. Meine Tochter stand immer dazwischen. Ich habe viel geweint. Dann fing ich an, für die kleine Familie zu beten. Meinem Schwiegersohn habe ich vergeben, segnete und dankte für ihn. Langsam kam die Veränderung. Seine Verletzungen blieben aus. Er half mir beim Renovieren und beim Umzug.
Durch das ungute Verhältnis mit meinem Schwiegersohn stieß ich in neue Erkenntnisse meiner Lebensgeschichte, durfte dies vor Gott bringen und habe Heilung meiner Persönlichkeit erfahren dürfen. Und es geht weiter. Danke für alle eure Gebete, für euren Dienst und eure Treue. Gott hat so vieles in meinem Leben getan. Ich bat um körperliche Heilung und bekam innere Heilung. Ich gab Geld und Gott gab es mir zurück, vielfach. Ich lud Nachbarn zum Essen ein und Gott versorgte mich. Was für ein wunderbares Zeugnis. Das ist doch schön. Und von einer Gebetserhörung schreibt dieser Mann: Meine Frau hat seit einer Operation vor circa 20 Jahren mächtige Probleme mit dem Stuhlgang. Nicht selten konnte sie 5 Tage nicht auf die Toilette. Oft weinte sie. Wir beteten auch dafür. Und oft verließ uns der Mut zu beten. Nun waren wir in Hamburg im Gottesdienst bei eurer Nordtour. Einige Tage später fing sich an, das Problem zu normalisieren. Jetzt seit einer Woche hat meine Frau einen voll funktionierenden Darm. Danke euch und großer Dank an Jesus. Wir sind dankbar und froh. Und immer wieder in unseren Einsätzen, egal wo wir hinkommen, in welche Stadt, da erleben wir Gottes Eingreifen, wenn wir für Menschen beten. Und es ist so schön zu hören, was sich verändert hat. Ja, es zeigt sich aber auch wieder, dass wir wirklich dranbleiben, auch wenn es nicht gleich passiert, dass wir dranbleiben, bis wir es auch erleben, bis wir sehen können, messen können, dass der Arzt es bestätigen kann. Hat Gott bei dir irgendwo eingegriffen? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, heute mein Tipp für dich. Das Thema von heute. Integriere wirklich deinen Glauben in dein Reden. Und ich mache das gerne so, dass ich das, was ich rede, wenn ich was vorhabe, wirklich konzentriert auch analysiere, während ich es rede. Und dann auch, ist da Glaube drin? Nee, da ist Zweifel drin. Oder war das jetzt wirklich richtig? Mach das mal konzentriert, so vielleicht eine Stunde oder vielleicht schaffst du es auch an einem Tag. War ein schwerer Satz, aber er hat funktioniert. Und mach das wirklich. Und ich sag dir, das ist wirklich, konzentriere dich darauf, deinen Glauben auch in deinem Reden umzusetzen. Und nicht sagen, ich bin Christ und dann nur pessimistisch. Setze deinen Glauben im Reden um. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Heute möchte ich dir den Männertag empfehlen. Am 20.11. werden wir den Männertag haben. Online als Webinar, auch vor Ort. Die ganzen Informationen, schau auf unserer Webseite, was für dich das Beste ist. Und du sagst vielleicht, ja, ich bin eine Frau, ich brauche doch das gar nicht. Ja, aber du hast bestimmt einen Mann oder kennst einen und schick ihn einfach da rein. Er wird wirklich Veränderndes erfahren. Also am 20.11. und schau auf unserer Webseite, da hast du die Details. Ja, schön, dass du dabei warst und wir wünschen dir Gottes Segen und bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.